So Leute, servus zu einem neuen Video. Wie versprochen bin ich wieder da. Ich bin echt wieder da. Schaut mal, wieder. Servus. Ich bin wieder an den BA Trails, wie ich euch im letzten Video versprochen habe, in dem Video, wo es um mein neues Dirtbike ging. Und heute bin ich da, um wirklich mal zu schauen, was nach 6 Jahren nicht Dirtjumpen eigentlich noch so möglich ist und wie sich das anfühlt und was man beachten muss. Ja, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt jetzt. Und jetzt ist wirklich Disziplin gefragt und ich werde das Ganze jetzt wirklich sehr langsam angehen. Die Gela hat auch schon gesagt, meine Frau, sei bitte vorsichtig, pass auf dich auf. Ja, jetzt schauen wir uns das doch mal an, würde ich sagen, oder? Ich bin echt gespannt, wie das jetzt wird. Ich muss jetzt echt da aufpassen und ganz vorsichtig und langsam und mag jetzt erstmal die kleinsten Hupfer hupfen und ein bisschen ein Gefühl kriegen wieder für diese Rampen, weil die sind ja so steil und das bin ich nicht mehr gewohnt. Das ganze Bikepackzeug ist ja so flach immer und das ist ja hier, das ist ja Wahnsinn, das ist ja fast senkrechte Cap Canaveral Kommando. Wenn man zum ersten Mal an einen Dirtspot geht, geht es erst zu den Locals und ratscht mit denen, ob das passt, dass ihr da fahrt. Informiert euch dann, wie das alles läuft, wo gefahren wird, dass da nichts passiert. Und im Idealfall, das habe ich letztes Mal schon gemacht, helft denen mal beim Schaufeln. Ohne Schaufeln wird nicht gefahren. No dig, no ride, sagt man. Und wir haben hier auch tagelang nur geschaufelt. Früher haben wir ja noch gar keine Bagger gehabt. Alles mit der Hand und Schubkarren und wie die Irren. Aber das macht ja den Sport auch aus, dass du nicht nur fährst, sondern du musst auch was dafür tun, dass du geil fahren kannst. Und das ist, finde ich, eine geile Nummer, wo auch Menschen geprägt werden, wo auch Menschen irgendwo lernen, dass sie für ihren Spaß was arbeiten müssen. Und das geht ja oft irgendwo schnell verloren in der heutigen Zeit. Aber im Dirtjumpen ist das halt nur so. Das ist schon eine feine Sache. Da oben ist jetzt so ein 10-Jähriger gefahren, vielleicht ist das für mich ganz gut für den Anfang. So let us walk right into the forest, to the trees and the rising sun. It is something. Was soll ich als erstes fahren? Und dann die Double Line da. Oder Milky Way. Was ist die einfachste, ist die Table Line? Mein Nipple Twist ist auch mega easy, aber ist halt alles so. Ja eben, da muss ich mir erst wieder gewöhnen. Also der Simon sagt, dann wird's schon stimmen. Do you feel alive? Das ist schon eine krasse Überwindung. Ja. Ich habe mich oben gerade gefragt, ob sie mich drüber ziehen sollen. Ich habe gesagt, ich bin ja kein Mädel. Also ganz wichtig, Dirtjumps werden sich vor dem Fahren gegossen. Also ist nicht überall so, aber hier ist es definitiv so, weil die Erde sonst zu bröselig wird, wenn es zu trocken ist. Wenn man die immer schön gießt vor dem Fahren, dann fahren sich die immer fester. Dann kriegt man richtig harte Fahrspur. The rest will fall till it all breaks down. But I need it so. Da hat alles so gefangen. Da bin ich zum ersten Mal Radl gefahren, richtig mit Dirt zum Springen und erst die Tricks machen. Da hat der Wahnsinn begonnen mit meinem Biker-Leben. Es sind echt nur Jungs dabei, die damals auch schon dabei waren. Der Simon ist schon auch immer eigentlich dabei. Der Paar ist ja schon recht lang, der Walli ja. Und das ist schon geil, wenn man jetzt immer noch oder wieder nach allem was war, mit denen hupfen gehen kann. Das ist schon eine coole Sache. Ging hier, war ich jeden Tag da. Das darfst du eigentlich keinem erzählen, weil ich war ja in der Schule und wenn die aus war, bin ich daher gefahren. Aber Schule ist ganz wichtig. Boah, aber anstrengend ist schon. Fällt mir einmal runter und ist voll am Schnaufen. Er hat schon das T-Shirt.
Ja, ja, geil. Merci. Dicke, voll geil. Sau geil, Jungs. Nein, es ist echt der Hammer. Also, was ihr da gemacht habt, ist echt krass. Also, das Resümee aus der Geschichte. Es ist wieder mega geil zu fahren. Aber es ist auch viel Vorsicht geboten. Und mich hat es jetzt echt wahnsinnig gefreut. Und es ist tatsächlich so ein bisschen wie das erste Mal dort jumpen gehen. Also ich habe jetzt wirklich das wieder mit viel Vorsicht gemacht, habe mir die Lines, die ich fahre, das ist eigentlich so das Wichtigste, sehr gut angeschaut, bevor ich es probiert habe. Einmal zu Fuß durchgegangen und jeden Sprung angeschaut, was passiert nach jedem Sprung, wo geht's hin, wie lang sind die Sprünge. Ich habe die Locals gefragt, ob irgendwie spezielle dabei sind, die speziell kicken oder flacher sind oder einer zu kurz oder zu lang, wo ich aufpassen muss. Und ja, zusammen mit der, wie schon gesagt, mit dem Abgespeierten, dass ich es doch noch irgendwo ja in mir habe, ist es echt gut gegangen und ich bin jetzt einige Lines gefahren. Sage jetzt aber auch bewusst, dass es jetzt reicht, weil ich bin wahnsinnig happy und das Feeling ist unglaublich, also unbeschreiblich, wieder einfach zu springen und das zu spüren und das Radl ja, zu kontrollieren und im Griff zu haben und die Landungen perfekt zu treffen, dieser Flow, also das ist unglaublich. Und die Jungs haben richtig geile Arbeit geleistet, die Sprünge sind richtig gut, also Kompliment an alle hier in den BA Trails, ist wieder richtig geil und ich hoffe, ich schaffe es jetzt wieder öfter. Also, ciao, servus. Früher haben wir so Rituale gehabt. Da habe ich mir beim Schoner anziehen immer den rechten Schoner zuerst anziehen müssen. Und das war schon immer so, wenn ich den Schoner in die Hand genommen habe und geschaut habe, welcher der rechte ist und ich hatte den als erstes in der Hand, nicht den linken, weil ich hätte noch meinen Schoner ändern müssen, dass ich den rechten in der Hand habe, dann war das gleich ein guter Tag. Mario, wieso schaut das viel geiler aus als auf meiner Kamera? Was ein Fahrrad einem für schöne Momente schenken kann, Sushi.